Sie haben das wahrscheinlich auch noch im Ohr, eben diese Auflistung von Politikern, die regierten zu der Zeit, als Johannes der Täufer seine Wirksamkeit begann. Politiker, die in diesem Text eigentlich nur dazu da sind, um zu markieren, in welcher Zeit die eigentliche Geschichte spielt, die von Johannes dem Täufer und die von Gott mit den Menschen. Wie wichtig sind Politiker eigentlich? Wir waren in diesem Sommer in den USA, so Anfang September, da tobte eigentlich schon der Wahlkampf dort zwischen Trump und Clinton, und wir waren überrascht. Meine Kinder haben die Wahlplakate gezählt, die sie gesehen haben. Ich glaube, sie sind auf 7 gekommen. Also 2 von dem unabhängigen Kandidaten, 5 von Trump und von Clinton gar keins. Und dann sind wir auch sonst ziemlich damit in Ruhe gelassen worden. Einmal haben wir im Frühstücksfernsehen etwas über die amerikanische Wahl gesehen. Wir hatten den Eindruck, die nehmen das bei Weitem nicht so wichtig, wie wir Europäer, wie wir Deutschen das tun. Und ich sah dann einige Zeit danach wieder hier in Deutschland eine Talkshow über die Wahl. Und da war auch diese Frage, man hätte so den Eindruck, für uns Deutschen geht die Welt unter, weil Trump Präsident ist, und die Amerikaner, die finden das alles gar nicht so dramatisch, die nehmen das sehr viel lockerer, woran das denn läge. Und dann sagte ein Amerikaner, der schon ganz lange in Deutschland lebt, er sagte, das sei ein ganz unterschiedliches Politikverständnis bei den Amerikanern und den Europäern. Während die Europäer unheimlich viel von ihren Politikern erwarten, Mutti Merkel, von der wir erwarten, dass sie alles für uns tut und uns unsere Sorgen nimmt und uns versorgt mit allem, was wir brauchen, auf die wir schauen und die uns dann auch manchmal bitterlich enttäuscht. Also eine ganz große Erwartungshaltung in das, was Politiker sind und tun können und wie wichtig sie sind. Haben Amerikaner eher so das Gefühl, ja, es ist schon nicht ganz unwichtig, wer da nun gerade Präsident ist, aber so viel Einfluss haben die ja gar nicht, sondern viel wichtiger ist, dass ich selbst den Hintern hochkriege und dass ich selbst mein Leben in die Hand nehme und nicht alles von denen da oben erwarte, sondern viel entscheidender für mein Leben ist, wie sehr ich mich engagiere und wie sehr ich Verantwortung übernehme für meine Belange. Ganz unterschiedlich, mir ist das eingeleuchtet. Und ich glaube fast, dass das amerikanische Verständnis von die Politiker sind gar nicht so schrecklich wichtig. Und ein Präsident kommt und dann geht er halt auch wieder, ist näher am biblischen Verständnis. Zumal, wenn ich diese Liste da eben gehört habe und es geht dann gar nicht um die Herrschaften, sondern es geht um Johannes den Täufer, den Mann Gottes. Politiker sind ganz oft nur die Statisten in der Geschichte Gottes. Statisten, das sind ja die Schauspieler, die eben nicht die Hauptrolle spielen, sondern die nur mal eben da rumstehen, die die Post reintragen oder das dreckige Geschirr raustragen, die Nebenrollen, die auch nicht gut verdienen und die eben nicht die wichtigen sind. Politiker als die Statisten der Geschichte Gottes. Pontius Pilatus kommt ja auch hier vor. Der hat es ja sogar in unser Glaubensbekenntnis geschafft. Welch eine Karriere. Aber auch da eigentlich nur, als, um zu sagen, wann das mit Jesus stattgefunden hat. Wieder nur so ein Zeitmarker. Und das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden, weil Konfirmanden das oft verwechseln. Nicht Spekulatius heißt der Mann, gerade jetzt im Dezember ja wichtig, nicht Spekulatius, sondern Pontius Pilatus. Klaus, du nix, du wusstest das auch nicht, ne? Okay. Genau. Pontius Pilatus und Herodes kommt hier vor. Herodes ist allerdings der Sohn des großen Herodes,
der diesen Kindermord befohlen hat, den wir aus der Geburtsgeschichte Jesu kennen. Da könnte man natürlich sagen, okay, der hat ja nun schon einiges bewirkt, auch im Leben von Jesus. Jesus und seine Familie, wir erinnern uns an den Traum des Josef, wo ein Engel zu ihm gesprochen hat und gesagt hat, geht nach Ägypten, da seid ihr sicher. Dieser Herodes hat immerhin bewirkt, dass das kleine Jesus-Baby ein Flüchtling wurde und aufgrund der politischen Situation in seinem Heimatland, nämlich des Kindermordes, geflohen ist nach Ägypten. Und dennoch wissen wir, dass gerade mit dieser Ägyptenreise des kleinen Messias eine ganze Reihe biblischer Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt wurden, dass Gott letztlich nur diesen Herodes hat machen lassen, damit die Geschichte Gottes zur Erfüllung kommt. Und das ist auch heute noch manches Mal so. Reza, unser manchmal Übersetzer, ich glaube, wir kennen ihn alle, er ist heute auch hier, der erzählte neulich, dass er, nachdem er kommt ja aus dem Iran, war geflüchtet, nachdem er seinen ersten Antrag auf Asyl gestellt hatte, wurde der negativ beschieden und er ist dann mit einem Anwalt dagegen vorgegangen und er hing 2 Jahre lang in der Schwebe. Und diese 2 Jahre sind die wichtigsten Jahre seines Lebens gewesen, hat er gesagt. Es war zwar ein ganz großer Druck und er hatte nicht die Möglichkeit zu arbeiten, aber in diesen 2 Jahren ist er zum Glauben gekommen und er hatte die Zeit, sich intensiv mit der Bibel, dem Wort Gottes zu beschäftigen und Gott tief kennenzulernen. Und es waren die Politiker in seinem Heimatland, die dafür gesorgt haben, dass er dort nicht bleiben konnte. Und es war hier ein juristisches Problem, wo man auch sagen kann, oh nein, das versaut mir ja das ganze Leben. Aber indem er geguckt hat, was tut Gott hier? Und was kann mir für ein Segen daraus erwachsen? Es ist ihm ein großer Segen daraus erwachsen. Und weil das damals so war, nun auch uns mit dem, was Reza hier in unsere Gemeinde einbringt, sehen wir, Politiker auch heute noch sind letztlich gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass wir auf Gott schauen und von ihm die Errettung erwarten und von ihm die Hilfe und von ihm den Wandel und dass wir selbst uns von diesem Gott in die Verantwortung nehmen lassen. Mein 2. Punkt, Vers 8. Da predigt Johannes der Täufer den Israeliten, die ihm zuhören, bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Wenn jemand ein Recht hätte auf Nationalismus und Rassismus, dann doch bitte die Juden. Sie sind immerhin das auserwählte Volk Gottes. Wenn jemand ein Recht hätte, sich für höherwertig zu halten als die anderen Völker, dann die Juden. Aber gerade denen sagt Jesus hier, nein, dass ihr von Abraham abstammt, das nützt euch gar nichts. Wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt zu dem lebendigen Gott, sondern euch ausruht auf eurer Herkunft, dann seid ihr Kinder des Teufels. Dann seid ihr verloren. Schlangenbrut. Und so ist dann ja auch der Verlauf des Neuen Testamentes, dass zuerst die Juden und dann die Nationen, wie wir zum Beispiel auch, gerufen werden, unsere Sache mit Gott in Ordnung zu bringen, indem wir uns ihm zuwenden und indem wir an Jesus glauben. Nicht aufgrund dessen, dass wir aus diesem oder jenem Volk kommen, sondern weil wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben können.
In unserem Taufkurs am Freitag, da sagte ein Teilnehmer, er hätte gehört von einem Griechen, der hätte ihm gesagt, er käme aus Thessaloniki und dort sei die älteste Kirche der Welt. Und er würde Mitglied dieser Kirche sein und damit etwas ganz Besonderes sein. Mitglied der ältesten Kirche der Welt. Da kenne ich noch andere Kirchen, die das auch für sich in Anspruch nehmen. Dann gibt es, ich habe sie schon gehabt, die Amerikaner, God's Own Country. Viele von ihnen haben auch irgendwie das Gefühl, dass Gott sie, die Amerikaner, besonders lieb hat. Bei den Sintis übrigens, die werden ja oft rassistisch diskriminiert, was ein großes Problem ist. Ist durchaus bei einigen auch ein gewisser Rassismus in die andere Richtung vorhanden, dass nämlich die Sintis die Eigentlichen sind, die Besten und die Schönsten. Und die anderen, die sind so unter ferner Liefen, die nicht zu den Sintis gehören. Und wir Deutschen ja sowieso. Also je nachdem, wie wir getaktet sind, wenn wir so Kulturmenschen sind, dann sind wir doch wahnsinnig stolz darauf, dass wir aus dem Volk der Dichter und Denker kommen, Goethe und so. Und wenn wir evangelisch sind, dann finden wir es klasse, dass wir aus dem Volk von Luther kommen. Und wenn wir katholisch sind, dann sind wir stolz darauf, dass wir bis vor kurzem Papst waren mit Ratzinger. Und wenn wir Fußballfans sind, dann freuen wir uns, dass wir aus demselben Volk wie Beckenbauer sind. Das Ganze hat natürlich etwas vergleichsweise Harmloses und sogar Positives, dass wir durchaus dankbar sein können, wir alle, egal wo wir herkommen, für das, was Gott in die Geschichte unserer Völker hineingelegt hat. Aber da, wo wir anfangen zu glauben, deshalb besser zu sein als andere, da wird die rote Linie überschritten, da beginnt Sünde. Rassismus und Nationalismus, dieses Überlegenheitsbewusstsein gegenüber anderen Völkern, das ist von der Bibel her von vornherein ein Wahnsinn und eine Sünde. Und in der Beziehung zu Gott ist es allemal so, dass kein Volk Gott näher ist als ein anderes. Vor Gott sind alle Menschen gleich, egal woher sie kommen. Vor Gott haben alle Menschen einen unendlich hohen Wert. Sie sind seine Geschöpfe und andererseits eine unendliche Erlösungsbedürftigkeit. Sie gehen verloren ohne Jesus und brauchen Jesus. Jeder Mensch ist unendlich wertvoll und jeder Mensch ist unendlich verloren ohne Jesus. Und jeder Mensch hat eine fantastische Zukunft vor sich mit Jesus. Alle Menschen sind gleich. Das gilt nicht nur für Völker und Rassen, das gilt übrigens auch für familiäre Herkünfte. Manche bilden sich etwas darauf ein, aus was für einer tollen Familie sie kommen. Man kann dankbar sein für das, was Gott in eine Familie hineingelegt hat. Natürlich, man kann sich dessen bewusst sein. Man kann auch dankbar dafür sein, wenn man Eltern hat, die gläubig sind. Das ist etwas Großartiges, wenn Kinder schon lernen zu beten, wenn Kinder die biblischen Geschichten kennenlernen, wenn Kinder ihre Eltern sehen als Vorbilder im Glauben und als Berater. Großartig, aber kein Grund, sich besser zu fühlen als andere. Und auch kein Grund zu glauben, dass einem das einen Vorteil bei Gott verschaffen würde. Denn dieser Spruch stimmt, Gott hat keine Enkel. Gott hat keine Enkel, meint, Gott hat nur Kinder. Du kannst nur eine direkte Beziehung zu Jesus haben. Das darfst du auch, das kannst du auch. Aber du bist nicht deshalb schon Christ und deshalb schon gesegnet und gerettet, weil deine Eltern Christen sind, sondern Gott meint dich ganz persönlich. Gott meint jeden ganz direkt.
Ich komme zu meinem letzten Teil, die Verse 10 bis 14, lese ich uns noch mal kurz. Die Volksmengen fragten also Johannes den Täufer und sprachen, was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, teile dem mit, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Interessant, nicht alle sollen Pastoren werden. Hätte er ja auch sagen können. Oder zumindest, stellt euch hier neben mich und tauft auch, dann haben wir eine sehr viel höhere Effektivität. Nein, er belässt diese Leute, die ihn fragen, in ihren Berufen. Und das wird hier deutlich und im ganzen Neuen Testament, die weltlichen Berufe, also nicht die geistlichen wie Pastoren und was es da sonst noch gibt, sind vor Gott genauso wichtig. Luther hat mal gesagt, die Magd in der Küche, die verrichtet dort ihren Gottesdienst. Und das ist das, was die Bibel lehrt. Wichtig im Umkehrschluss, es gibt bei manchen Leuten so eine Denke, dass Pastoren heiliger leben müssen als Nicht-Pastoren-Christen. Also, dass die dann ganz besonders das nicht tun dürfen und jenes tun müssen, wenn der gewöhnliche Christ nicht so streng angesehen wird, das stimmt dann auch nicht. Sondern die Herausforderung, das Gebot Gottes zu halten und sich an ihm zu orientieren, die ist für alle Christen gleich. Egal, ob sie Johannes der Täufer sind oder diejenigen, denen er hier seine Anweisungen gibt. Egal, ob sie Pastoren sind oder ob sie bei Rewe arbeiten. Was er ihnen sagt, ist im Grunde, lebe und arbeite dort, wo Gott dich hingestellt hat, um Gott die Ehre zu geben. Und dieses Gott mit seiner Arbeit zu ehren, das tut man, indem man seine Arbeit erst einmal gut macht. Es ist nicht jeder Christ der Beste seines Berufes, aber was jeder Christ sein sollte, ist einer, der seine Arbeit mit aller Mühe, die ihm zur Verfügung steht, mit aller Exzellenz, die er aufbringen kann, mit allem Fleiß, mit aller Genauigkeit und mit aller Vertrauenswürdigkeit gegenüber seinen Vorgesetzten und mit aller Ehrlichkeit gegenüber seinen Kunden leistet. So arbeitet ein Christ. Und wenn er dann noch in seinem Berufsleben die Möglichkeit hat, zu zeigen, dass er Christ ist und die Leute seine Freundlichkeit und seine Art zu arbeiten mit Gott in Verbindung bringen, dann ist er eine sehr helle Leuchte für andere da, wo er arbeitet. Ich habe mal so immer mit einem Halbsatz ein paar Beispiele mir hier aufgeschrieben von Leuten, die das, wie ich finde, beispielhaft machen. Volker Brandes, mein Lieblingsurologe, der nicht nur ein hervorragender Arzt ist, sondern der einen Patientengottesdienst angefangen hat, wo Menschen die Möglichkeit haben, mehr von Gott zu erfahren. Und der in seiner Arbeit, das habe ich manches Mal mitbekommen, gerade weil die Leute wissen, dass er Christ ist, in besonderer Weise sich engagiert für die Menschen und das in einer ganzheitlichen Weise, die ich bewundere. Hans-Georg Schade kommt in letzter Zeit meistens nur noch zu den Abendmahlsgottesdiensten. Der hat ja den Currygrindel in der Innenstadt, einen Currywurstladen. Und wenn Sie da hingehen, dann haben Sie kaum die Möglichkeit, nichts von Jesus zu hören, weil wer ihn kennt, der weiß, dass der ein übersprudelndes Temperament hat
und an jeder Ecke stehen da christliche Flugschriften herum. Und natürlich versucht er es genauso, seine Arbeit und seinen Glauben zusammenzubringen. Frank Heinrich hat hier auch schon mal gepredigt, ein ehemaliger Heilsarmeemann, der jetzt Bundestagsabgeordneter ist, der Politiker ist. Ich sprach vorhin über die Statisten und so weiter. Das heißt übrigens nicht, dass Politik unwichtig ist. Und das soll auch nicht heißen, dass wir als Christen damit nichts zu tun haben sollten. Die Christen sollen die loyalsten Staatsbürger und die engagiertesten und interessiertesten Leute sein, aber eben nicht das Heil von da erhoffen. Frank Heinrich, Bundestagsabgeordneter und bewusster Christ, ist jemand, dem man das in dem Bereich abspürt. Sieht man zum Beispiel bei den Themen, für die er sich besonders stark macht, Religionsfreiheit, Menschenhandel, ein vorbildlicher Christ und Vollblutpolitiker. Über Steffi Böhmann, die steht ja noch, haben wir vorhin schon was gehört, ihre Vision der Arche, die auch ganz stark mit ihrem Beruf zusammenhängt. Dietrich Lindenau, der mir sagte, damals, als er noch voll gearbeitet hat, und das gilt wahrscheinlich immer noch oder bestimmt, jeden Auftrag, den ich bekommen habe in meiner Tätigkeit als IT-Unternehmensberater, den habe ich von Gott bekommen. Was für ein Selbstverständnis. Es ist kein Zufall, was in meinem beruflichen Bereich passiert, sondern ich habe auch da mit Gott zu tun. Und wenn ich meine Aufträge als von Gott ansehe, dann fühle ich mich natürlich in ganz besonderer Weise verantwortlich, sie auch auszufüllen. Oder die Putzfrau, von denen ich Ihnen erzählt habe, die mir im Krankenhaus begegnete, als es mir sehr, sehr schlecht ging und die mir einfach Gottes Segen wünschte und mir damit einen ganz starken Eindruck davon gegeben hat, dass Gott auch hier bei mir ist. Mein letztes Beispiel. In der Erweckung in Nordfriesland um Christian Jensen herum, da hieß es immer, wenn ein Bauer sich bekehrt, dann merken das die Kühe als Erste. Weil er sie dann nicht mehr schlägt und gängelt und das Futter runterzieht, sondern weil er Verantwortung übernimmt für die Schöpfung Gottes und auch freundlicher wird zu seinen Kühen. Ein christlicher Bauer bauert anders als ein heidnischer Bauer. Ich habe Hochachtung vor all diesen Leuten, vor Ihnen allen, die Sie in Ihrem Beruf, in Ihren Familien, in den Bereichen, wo Sie leben und sind, Gottes Reich hineintragen. Für mich als Pastor ist das leicht. Von mir erwartet man, dass ich ständig bete und ständig Jesus sage und so. Aber ich weiß, wie ganz anders die Hemmschwelle ist, das in der Welt zu tun. Und ich habe wirklich meine Hochachtung vor Ihnen und ich senke meinen Hut und sage, das finde ich ganz, ganz großartig, die ich erwähnt habe und all die anderen, die das leben, dass sie das so machen. Vielen Dank dafür, dass sie das Reich Gottes in die Welt trage. Es gibt Orte, da kommt ein Pastor niemals hin. Da kann ein Pastor gar nichts machen. Aber sie sind da und sie sind dort Stellvertreter Jesu Christi. Dankeschön und viel Kraft dafür. Du kannst in den Ecken, in denen du lebst, in den Bereichen, das Licht Gottes für die Menschen sein, die dort auch sind. Du kannst der Hinweis sein darauf, dass es diesen Gott gibt und dass es nichts Schöneres gibt, als mit ihm zu leben. Amen.